Larry Leffer ist auf Gofuku Island gelandet, wo er auch schon ein paar alte Bekannte getroffen hat. Jawohl, und zwar hier in der Höhle. Die werden wir sicher gleich nochmal sprechen. Wir müssen aber hauptsächlich heute diesen Eingang hier zur Ruine öffnen, wozu wir auch dieses Rätsel lösen müssen. Da kommt also ein bisschen was auf uns zu, aber es wird bestimmt wieder sehr lustig. Deswegen bleibt mal schön dabei und habt viel Spaß. Laufen wir erstmal in die andere Richtung, denn hier geht es noch in den dichten Dschungel. Den wollten wir uns auch heute noch anschauen. Da ist noch eine Orchidee, da lassen wir mal lieber die Finger von. Da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ne? Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin der Vorbuddler vom Minenarbeit-YouTube-Kanal und möchte euch bitten, den Kanal auch adäquat zu unterstützen, wenn es euch Spaß macht. Ah, hier ist der Weg, den der Marquis beschrieben hat. Oh, wen haben wir denn da? Ist das Dora? Das ist Dora, das ist die Schwester von, wie hieß sie, Nora, ne? Die sollte da hinten die Kletterausrüstung haben von Nora. So schließt sich der Kreis. Hey, bist du vielleicht Dora? Wer will das wissen? Na, ich. Ich meine, wer bist du? Larry! Larry Leffer. Und wie hilft mir das jetzt weiter? Keine Ahnung, du hast doch gefragt. Ich geb's auf. Keine Sorge, man gewöhnt sich an ihn. Ja, genau. Lieben Gruß von deiner Schwester. Danke. Ist sie schon wieder irgendwo runtergeknallt? Nein, sie will aber gerade auf den Vulkan. Wenn das mal gut ausgeht. Hast du hier vielleicht einen goldenen Stein oder toten Marquis rumliegen sehen? Was genau machst du hier? Oh, können wir erstmal das fragen, ne? Was genau machst du hier? Eigentlich wollte ich hier die Ruinen untersuchen. Die sind ein Standbein von mir. Aber da bin ich eher so reingefallen. In den Job? Nein. Ich war in Südamerika im Urlaub, bin von meiner Gruppe getrennt worden und in eine Grube gefallen. Bin direkt auf so einer goldenen Statue gelandet. Oh, hat das wehgetan. Da war ich dauernd im Fernsehen und alle haben gemeint, ich wäre so eine Entdeckerin, die sich auf irgendwelche Gräber spezialisiert hat. Und ich hatte gerade sonst nichts zu tun, also dachte ich mir, reise ich halt rum und gucke, ob ich noch mehr finde. Hat das geklappt? Bisher nicht. Aber wegen der Statue bin ich reich. Da macht das nichts. Na, was für ein Glück. Ich konzentriere mich jetzt aber auf Pflanzen. Die tun nicht so weh, wenn man drauf fällt. Fallsucht scheint bei euch in der Familie zu liegen. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ja, Südamerika, da kämen wir uns natürlich auch mit aus. Ne? Da haben wir auch im Planet Zoo schon schöne Sachen gemacht. Wenn es euch interessiert, ruhig mal reingucken. Ich soll Nora ihre Kletterausrüstung bringen. Ja, die habe ich wohl versehentlich mitgenommen. Ich bin so ein Schüssel. Die bringe ich ihr wieder, wenn die Orchidee erblüht ist. Die Orchidee, die Vagina Dentata? Ist das die Vagina Dentata? Vielleicht kann ich dir helfen, sie zum Blühen zu bringen. Oh, du hast von ihr gehört. Ja, das ist sie. Fass sie bloß nicht an. Die ist besonders empfindlich. Und nur besonders empathische und einfühlsame Leute sollten sich ihr nähern. Ansonsten wird sie nie aufblühen. Und wenn es passiert, will ich es miterleben. Ich bin total empathisch. Da bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht kann ich dir helfen, die Orchidee zum Blühen zu bringen. Das wird ein magischer Augenblick. Da sollten aber nur absolute Fachleute in der Nähe sein. Wie ich. Und du siehst mir nicht danach aus. Aber ich verstehe ganz viel von Blumen. Und Bienchen. Ach ja. Es gibt im Archipel ganz viele unterschiedliche Orchideen. Aber die sind alle äußerst giftig. Bis auf eine einzige Art. Du kannst mir doch sicher so eine bringen, oder? Selbstverständlich. Du weißt ja sicher auch, dass alle anderen beim kleinsten Hautkontakt sofort tödlich wirken. Klar weiß ich das. Klar weiß ich das. Dann bin ich gespannt, was du mir bringst. Wenn du mir was bringst und nicht tot im Dschungel liegst. Kennen wir ja aus eigener Erfahrung. Vorletzte Folge, glaube ich. Da haben zwei Stück haben wir schon kennengelernt. Zwei Sorten von Orchideen, die nicht funktionieren. Hier unten haben wir allerdings auch schon so eine gesehen. Da wollte ich auch mal gucken, ob die vielleicht klappen. Müssen wir ja, ne? Dann hast du vielleicht einen goldenen Stein? Da können wir jetzt mal fragen. Hast du hier vielleicht einen goldenen Stein oder toten Marquis rumliegen sehen? Nein, die beiden Sachen wären mir wohl aufgefallen. Schade. Ja, glaube ich auch, dass das auffällt. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Schwester? Wir verstehen uns eigentlich ganz gut, aber haben auch ein wenig Konkurrenz. Schließlich arbeiten wir in ähnlichen Fachgebieten. Ich finde, sie könnte etwas weniger angespannt sein. Ihr geht es immer nur um die nächste große Herausforderung. Sie sollte innehalten und an den Blumen am Wegesrand riechen. Wie du? Genau. Naja, seid ja nun mal unterschiedlich, ne?
Welche Blumen soll ich dir nochmal bringen? Ja, das wissen wir jetzt. Die Orchidee, die nicht giftig ist. Bis später. Und das ist diese wunderbare Vagina dentata. Wirkt noch etwas verschlossen. Okay, sollen wir uns der jetzt mal nähern? Finger weg, die ist empfindlich. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Was hast du eigentlich da in der Hand? Eine Lupe, okay. Ich soll Nora ihre Kletterausrüstung bringen. Die bringe ich ihr wieder, wenn die Orchidee erblüht ist. Okay, dann müssen wir erstmal schauen, dass wir diese Orchidee zum Blühen bringen. Wie auch immer, hier gibt es noch irgendwie extra Wurzeln anzufassen. Die Orchidee scheint ziemlich raumeinnehmend zu sein. Ich sollte besser nicht an den Wurzeln rumfummeln. Na gut, wenn du das sagst. Dann kommen wir erstmal wieder zu den Ruinen runter. Ja, muss man auch ab und zu mal sagen, mir gefällt das Spiel nach wie vor sehr gut. Ich finde es auch sehr schön gezeichnet. Es hat wirklich einen schönen Stil und originell und so. Also finde ich echt gut. Ja, müssen wir ab und zu auch mal drüber reden. Ne? Fällt mir gerade so ein. Ne? Ich finde, ja, wahrscheinlich liegt es an dem schönen Dschungel und diesen ganzen Tempeln und Ruinen, Städten und Höhlen. Das ist so mein Ding, wie ihr möglicherweise wisst. Orchidee, das ist jetzt zum Beispiel eine... Was ist das hier? Leuchtpilz. Nimmt Larry einfach mit und es passiert vielleicht nichts. Vielleicht kann man den ja sogar essen. Und vielleicht leuchtest du dann von innen. Nichts dagegen. Ob ich auch leuchte, wenn ich den esse? Also, falls ich da noch lebe. Ah, probier's doch aus. Komm, wir probieren's aus. Die Orchidee da vorne. Ah! Okay, deine neue Woche, du seid die letzte Seite, du kehrst auf magische Weise. Ja. So, das war unser Tod Nummer 3 in diesem Spiel. Das glaubt man kaum, aber alles nur wegen der Orchideen, weil wir die durchtesten. Bei den ersten beiden Malen habe ich sogar versucht, diesen Text mal durchzulesen, also euch vorzulesen. Das hat zweimal nicht funktioniert und jetzt habe ich es irgendwie verpeilt. Egal, jetzt gucken wir uns nochmal genauer dieses Rätsel an, okay? Und zwar geht es hier vorne in die Ruine und da ist noch dieses Loch zum Durchgucken. Und da müssen wir jetzt mal darauf achten, was wir dann sehen. Ich kann durch das Loch was erkennen. Okay. Kappe, Monsterkopf und irgendwie so eine Hand. Und jetzt schauen wir uns nochmal in der Höhle um. Denn hier in der Höhle haben wir diese Apparatur. Und ich glaube, da setzen wir jetzt die beiden Scheiben ein, die wir gefunden haben in der letzten Folge. Eine stand hier direkt neben und die andere ist irgendwie da vorne gewesen, draußen. Die Steinscheibe passt genau drauf. Und ist das jetzt alles? Oder liegen zum Beispiel noch Sachen, die ich übersehen habe? Kerzen? Kerzen braucht man immer. So kann ich das nicht bedienen. Da fehlt noch etwas. Eine alte Vorrichtung. Aber da scheinen noch Teile zu fehlen. Da kann was hingelegt werden. Der Sockel ist fest. Gut, da können wir also noch was drauflegen. Und ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob hier nicht außenrum auch noch eine Scheibe sein soll. Hier an der Wand sehen wir jedenfalls einige Symbole. Und ich glaube, die haben wir auch schon draußen auf diesen Scheiben gesehen. Und da hier ein Lichtstrahl einfällt, vermute ich fast, dass wir hier so eine Art Spiegel oder sowas hinlegen müssen. Was dann passiert, keine Ahnung. Machen wir uns nicht so einen großen Kopf drum, sondern quatschen jetzt einfach mal die restlichen Leute hier an. Hey, ich bin Larry. Larry Leffer. Und du siehst aus wie... Ein Zeitreisender, ein Gehirnchirurg oder ein Skifahrer. Ein Zeitreisender. Was? Wie kommst du denn auf sowas? Ich bin...
Hausmeister. Das wäre meine nächste Vermutung gewesen. Ich bin Will Comply. Interessanter Name. Kannst dich bei meinen Eltern bedanken. Weil die alle Antennen korrekt ausgerichtet und keine Empfängnisverhütung benutzt haben? So ungefähr. Was machst du so als Hausmeister? Naja, putzen halt. Arbeitest du an einer Schule oder so? Ach was, ich bin freiberuflicher Hausmeister. Wenn irgendwo der Schmutz zu viel wird, wen ruft man dann? Dich? Genau. Will Comply bekommt alles sauber. Auf Wunsch schreie ich auch Schulkinder, Mieter oder Angestellte an. Kostet aber extra. Wie bist du hier gelandet? Ich habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Da kam dieses galaktische Festival gerade recht. Ich dachte mir, hey, du bewirbst dich direkt im passenden Outfit. Dann habe ich mir das hier selbst geschneidert, habe den Job sogar bekommen und... Naja, du hast ja sicher mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Jetzt weiß ich nicht, wie ich wieder nach New Lost Wages komme und bin irgendwie bei denen hier gelandet. Sie meinten zu mir, sie brauchen noch mehr Mitspieler für ihr Lab. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich bin flexibel. Bei diesem LARP bist du dann, was? Da bin ich natürlich ein intergalaktischer Hausmeister. Ist das nicht ein wenig fantasielos? Bei einem LARP geht es doch darum, in völlig andere Rollen zu schlüpfen. Aber warum sollte ich meine angeborenen Fähigkeiten komplett ablegen? Außerdem ist so ein Wischmob eine nicht zu unterschätzende Waffe. Er ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser unter den Reinigungsgeräten. Ich war ja schon an vielen Orten, aber erst auf dieser Insel habe ich das Wort Inselbegabung verstanden. Was? Hör nicht auf sie. Sie hat ein Problem mit Männern wie uns, die eine außergewöhnliche Begabung haben. Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten. Echt? Kann ich da drin aufputzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort, wo ich heldenhaft putzen muss. Kennst du so einen hier? Ich muss erst noch den perfekten Ort für das LARP finden. Gut, dann sag Bescheid. Gut, machen wir. Over and out. Over and out. Dann ist Smokey in der Reihe, den wir ja schon aus dem ersten Teil des Spiels kennen. Hey, Smokey Bear, du bist ja auch hier. Larry Laffer, Red Shirt, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe, der mir die Augen zur großen Wahrheit geöffnet hat. Oh, es ist mir eine Ehre. Ich hoffe, ich habe auch so ein Erweckungserlebnis. Was hast du in letzter Zeit so getrieben, Smokey? Nicht so laut. Die haben ihre Mikrofone überall. Wenn ich nicht aufpasse, orten die mich wieder. Geht klar. Ich musste schnell aus New Lost Wages weg, weil sie Witterung aufgenommen hatten. Sie waren überall. Dieser Mann im Bus, der mich angeschaut hat. Der Fahrkartenautomat hat mich beobachtet. Und dann war da noch eine Katze. Die war mit denen im Bunde. Ich bin dann nach Louisiana zu einer Konferenz über die geheime Weltverschwörung gefahren. Da habe ich noch viel mehr verschwiegene Wahrheiten erfahren. Dort habe ich auch einen Flyer für ein galaktisches Festival hier auf der Insel erhalten. Da sollte es auch Vorträge geben über die Aliens, die vor langer Zeit hier gelandet sind und eine Hochkultur begründet haben. Angeblich haben sie hier tiefes Wissen über die Menschheit versteckt. Einen Ort, an dem man die endgültige Erkenntnis über sich selbst entdecken kann. Davon habe ich auch schon gehört. Siehst du? Da muss doch was dran sein. Jedenfalls war das Festival eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer das organisiert hat, aber da hat gar nichts gepasst. Immerhin habe ich diese anderen Leute kennengelernt, die ein LARP durchführen. Sag es ihnen nicht, aber ich glaube, die halten das nur für ein Spiel. Dabei ist das der Weg zur Selbsterkenntnis. Was ist denn Redshirt für ein komischer Name? Wir wollen uns keine Mühe machen, uns erst groß einen auszudenken und dann fällt er sowieso direkt tot um. Was? Das haben die beiden anderen da drüben so gesagt. Ich weiß doch auch nicht, wie sie das meinen. Aber ich bin ein wichtiges Crewmitglied. Das haben wir doch so vereinbart. Ich verstehe davon doch nichts. Aber die beiden scheinen zu wissen, wovon sie reden. Eigentlich heiße ich Captain Dickhart. Egal. Jedenfalls wollen wir hier so ein LARP spielen. Also Redshirt ist natürlich eine Anspielung auf Raumschiff Enterprise, die Originalserie damals mit Captain Kirk und so. Da war es halt immer so, die hatten normalerweise mal, ich glaube, so gelbliche, blaue Shirts an und manche hatten eben auch rote Shirts an und die mit dem roten Shirt sind in den Folgen dann immer gestorben. Das war so ein durchgehendes Dingen. Und darauf bezieht sich das jetzt hier mit dem Redshirt.
Was soll mit diesem Lab passieren? Was soll denn in diesem Lab passieren? Also, ich will hier Spuren einer alten Zivilisation finden. Die könnte hinter der aktuellen Verschwörung stecken. Und ich erwarte ein interstellares Abenteuer. Fremde Rassen, mit denen wir in Frieden zusammenleben können. Einen echten Fortschritt der Menschheit. Weisheit und Frieden. Du hast doch vorhin was davon erzählt, dass du Aliens in den Arsch treten willst. Natürlich nur aus dramaturgischen Gründen. Ich würde jedenfalls mal total gern einen Faustkampf gegen ein Echsenwesen erleben, wo es mir das Hemd zerfetzt und alle meine Muskeln sehen. Echsenmenschen? Wo? Ich hätte meinen alten Aluhut doch nicht in den Müll werfen sollen. Der neue taugt nichts. Natürlich sollte es kein Erstkontakt sein, denn da müsste eine andere Direktive befolgt werden. Wo sind jetzt die Echsenmenschen? Ganz ruhig, Smokey. Ich habe keine gesehen. Das heißt nur, dass die sich gut verstecken. Aber solange wir keinen Spielleiter haben, geht gar nichts. Die beiden komischen Typen da drüben wissen genauer, wie das funktionieren soll. Ja, genau. Die haben wir aber schon in der letzten Folge gesprochen. Außerdem, Richard, nimm dir mal lieber nicht zu viel vor. Ich kann für euch den Spielleiter machen. Meinst du, das ist was für dich? Ach, er soll es ruhig mal versuchen. Hauptsache, ich kann dabei gegen Echsen kämpfen. Wir brauchen aber auch das perfekte Setting für uns. Hast du eins gefunden? Ich muss erst noch den perfekten Ort für das Lab finden. Wir warten dann hier. Bis später. Bis später, genau. Ja, pass mal auf, da kommen wir hier im Augenblick nicht wirklich weiter. Das ist ja jetzt... wurde alles nochmal etwas erweitert. Wir können also jetzt diese Vorrichtung noch nicht in Betrieb nehmen. Da fehlt uns noch ein Teil. Wir schauen mal kurz in das Inventar hier, ob ich hier irgendwas habe. Das ist, na, das glaube ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Einsatzbereite Kerzen. Ja, kann man immer. Kerzen sind immer schön, ne? Für romantische Stunden. So, also stehen wir im Moment etwas auf dem Schlauch, was aber jetzt nicht wirklich schlimm ist, da wir noch ein paar Sachen erledigen können. Dem Louis zum Beispiel sein Buch zurückbringen und vielleicht dann Nora Bescheid sagen. Aber das Rätsel interessiert mich dennoch etwas mehr und deswegen würde ich jetzt doch lieber ein paar neue Orte besuchen, sofern es denn geht. Vor allem würde ich jetzt erstmal ganz gerne zu Muffington Island zurück, wo ja... der Larry schon mal gefangen gehalten wurde und da wollte ich jetzt gerne mal wissen, da sollen wir ja auch nochmal hin für eine Audienz, ob das klappt, weiß ich nicht. Muffington Island ist jedenfalls das hier. Pi, warum ist diese Insel eigentlich nach Muffington benannt? Das ist doch einer der Gründerväter. Ich glaube, das war die einzige Insel, die noch keinen Namen hatte. Na immerhin. Was gibt es hier sonst noch? Die Gründerväter haben hier viel Zeit verbracht. Und Reginald Cockburn soll hier begraben liegen. Vielleicht findest du eine Spur von ihm. Und ich muss irgendwie mit Faith reden. Sie und die anderen Kannibalinnen müssen mir vertrauen. Kannst du noch was über Muffington Island erzählen aus dem Dossier? Die Insel gilt auch als Geisterinsel. Eine gruselige Schwesteroberin soll hier rumspuken. Oh, spannend. Vielleicht finde ich sie ja. Apropos gruselig, der da hinten sieht schon etwas bedrohlich aus. Kann man wohl sagen, ne? Was ist das für ein Typ? Der hat auch irgendwie ein Bikini an. Sehr eigenartig. Vielleicht hat er sich ja als Frau verkleidet, weil das ja hier eine Fraueninsel ist. Da werden Männer nicht geduldet. Kinders, aber seht ihr, was ich sehe? Tatsächlich, das ist ein Handspiegel. Dann bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan. Ich weiß, es geht jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Und so viele schöne Sachen, die wir hier untersuchen können. Aber jetzt habe ich doch einen Spiegel und es war doch meine Vermutung, dass wir diesen Lichtstrahl vielleicht umleiten können. Und das möchte ich jetzt unbedingt ausprobieren. Also nochmal zurück. Vielleicht kriegen wir es mit dem Rätsel eben doch noch hin. Wäre auch toll. Also schauen wir mal eben. Hey, du siehst heute großartig aus, Larry. Kein Hinweis? Das lenkt den Lichtstrahl in die Vorrichtung um. So kann ich das nicht bedienen. Da fehlt noch etwas. Okay, fehlt immer noch etwas. Dann vermutlich noch hier so ein Ring. Da müssen wir hier nochmal nach so einem Steinring suchen. Boah, was gemein. Das hat jetzt eine Weile gedauert. Aber ich habe ihn gefunden. Ich hatte jetzt mit etwas Größerem gerechnet. Aber das scheint irgendwie ja, der mittlere Kreis zu sein. Hoffentlich reicht das dann jetzt auch, ne? Schauen wir nochmal.
Die Steilscheibe passt genau drauf. Jetzt scheinen alle Scheiben eingesetzt zu sein. Gut, es waren also 3 Scheiben, die wir gefunden haben. Oder die man braucht. Wie war das jetzt noch? Ich glaube, das Köpfchen hier und dann haben wir diese Hand gehabt. Und irgendwie so ein Deckelkopf-Dingshut. Die sind cool, die Figuren. Okay, ich denke, so war das. Zurück. Oha. Okay, dann müssen wir uns diese Symbole merken. Ich mache das jetzt mal von oben nach unten. So ein Kreis mit Haaren, Dreieck und so ein Kreis mit so einem Karo drin. Ja. Das ist das mit den, ja genau, das erste Ding mit Haaren. Dreieck war das zweite. Das da und dann unten noch irgendwas mit einem. Ich glaube, das ist das. Nee, ein Karo muss das sein. Das hier. So, und dann ist da nämlich ein Hebel daneben und den ziehen wir jetzt. Es tut sich was. Spannung. Spannung, aber das hat noch nicht ausgereicht. Da braucht man wahrscheinlich 3-mal diesen Vorgang. Müssen wir, ja, schätze ich mal schon, ne? Dass wir den 3-mal machen müssen. Gucken wir mal durchs Loch. Ich kann durch das Loch was erkennen. Aufpassen. Aha, Zipfelmütze, Alien und unten war, glaube ich, so ein Spock. Ne? Spock-Gruß. Das da und da haben wir es. Das hier, genau. So, hier nochmal für euch ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich könnte mir gut vorstellen, falls ihr jetzt so selber nach der Lösung sucht für dieses Rätsel, ich könnte mir gut vorstellen, dass das immer nach Zufallsprinzip hier gemacht wird in dem Spiel. Ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass jedes Mal irgendwie andere Symbole rauskommen. Ne? Und ihr braucht jetzt also nicht die Symbole abzugucken, schätze ich mal, um das bei euch zu versuchen, sondern ihr müsst das Prinzip halt verstehen und selber machen. Jetzt haben wir Folgendes, ich lese auch immer von oben nach unten, ja, ganz einfach. Und das ist jetzt hier die eckige Spirale, Dreieck auf dem Kopf. Und diese Rakete, nenne ich sie jetzt mal. War das das Ding hier? Ich bin mir da nicht sicher. Oder das Ding? Ich glaube, das war das eher. Oh, da weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Die sehen sich sehr ähnlich. Dreieck auf dem Kopf, das kriegen wir schon mal hin. Und die Rakete... Habe ich auch schon gesehen, aber sieht er, das ist jetzt dieses etwas schräge, ich vermute, aber das stimmt, ne? Ein anderes, was in Frage käme, sehe ich jetzt hier im Grunde nicht. Nee. Wir probieren es einfach mal. Ja. Schön. Zweiter Durchgang scheint funktioniert zu haben. Ja, gut. Weil hier an den Rändern, das sieht ein bisschen anders aus und außerdem ist das so leicht schräg. Also deswegen war ich irritiert. Jetzt gucken wir wieder durch das Loch, also aufpassen. Ich kann durch das Loch was erkennen.
Okay, ein Horn, Yoda und Finger aneinander. Yoda, das Horn und diese Finger. Cool. So, da haben wir jetzt hier dieses Quadrat mit den vier Punkten, diese beiden Hälften, irgendwie die Kreishälften und die Spirale mit den Zusatzzeichen. Seht ihr, und jetzt ist das die Spirale von vorhin gewesen, ist doch völlig korrekt, ne? Hatte ich mir nur einfach anders eingeprägt. Also nochmal hier das, das und das. Okay. Das sieht gut aus. Yay. Ah, das hat funktioniert. Der Eingang in die Ruinen ist jetzt offen. Na komm, da schauen wir jetzt natürlich auch noch rein. Wow, cool. Achtung. Der Türöffner scheint an die Falltür gekoppelt zu sein. Eine Echsenstatue. Ich kann mir vorstellen, wer darauf anspringt. Smoky natürlich. Sieht bedrohlich und ziemlich alt aus. Ich will die nicht anfassen. Am Ende kommen da noch Messer rausgeschossen oder sowas. Kann passieren. Kann wirklich passieren. Diesen Hebel meinst du? Und da geht die Falltür auf. So eine schlecht versteckte Falltür ist mir auch noch nicht untergekommen. Genau, wollte ich mich auch eben sagen, als du da so drauf standst. Dann haben wir hier noch eine Steintür. Gut. Die sieht nicht aus, als könnte ich sie einfach aufdrücken. Nee. Kann man denn hier schon dran ziehen? Nein, auf keinen Fall fasse ich hier irgendwas an. Wenn ich jemals einen verdächtigen Hebel gesehen habe, dann den hier. Haben wir vielleicht für die Tür schon irgendwas, was wir da vielleicht gebrauchen könnten? Leuchtende Pilze, nee, eigentlich nicht wirklich. Bärchen, die Zange, können wir hier mit der Zange irgendwas aufmachen? Vielleicht auch die Schaufel als Verlängerung. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Nee. Man muss es halt mal probieren. Manchmal macht man auch dumme Sachen. Ne? Ihr jetzt alle so, wieso macht ihr mit der Schaufel? Nee, pass auf, jetzt haben wir hier noch die Tür. Ja, das bringt alles jetzt nichts. Ich glaube auch nicht, dass wir mit der Goldmitgliedskarte da reinkommen. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein super Ort für diese, für dieses Rollenspiel, was sie da vorhaben. Ne? Und von daher könnte sich da schon mal was tun. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Orchidee, habe ich gesehen. Sollen wir es mal ausprobieren? Das müsste die ungiftige Orchidee sein, die Dora haben will. Bist du sicher? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Ja, ich glaube, ich lebe noch. Ein Glück. Cool, dann gehen wir direkt rüber. Das ist ja Gott sei Dank alles hier um die Ecke. Und geben die Orchidee der Dora. Ich bin schon froh, dass die nicht giftig ist. Ja, ich auch. Hey, ich habe hier die einzige ungiftige Orchidee des Archipels für dich. Oh, tatsächlich. Die ist richtig. Vielleicht habe ich mich verschätzt und du hast doch botanisches Wissen. Hat sich bei der Riesenorchidee inzwischen was getan? Nein, gar nichts. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas fehlt noch. Larry, ich habe in den Aufzeichnungen des Marquis aus Swingles Dossier noch Informationen. Ja? Er hat in seinem Tagebuch notiert, ich habe eine ganz außergewöhnliche Pflanze entdeckt. Ihr Geruch ist betörend und ihr Aussehen ist verlockend. Doch die Orchidee ist eine herbe Geliebte.
Sie verlangt viel Aufmerksamkeit. Drei Dinge sind nötig, um sie zum Erblühen zu bringen. Sie kann nur wachsen, wenn sie mit giftigem Moorwasser gedüngt wird. Wie eine holde Dame muss die Orchidee auch mit Worten umgarnt werden. Der ätherische Klang klassischer Musik erreicht nicht nur die Herzen von Menschen, sondern auch das dieser Pflanze. Woher weiß dein Pifon das alles? Ich habe es gut erzogen. Gar nicht. Also, genug zu tun. Aber hallo. Wirklich genug zu tun. Kann ich denn jetzt... Ach nee, ich kann die Kletterausrüstung natürlich immer noch nicht mitnehmen, weil wir erst hier diese Vagina Dentata öffnen müssen. Ich wundere mich gerade über diese herzförmigen kleinen Pollen oder was auch immer. Ob wir da was mitmachen müssen, aber ich glaube nicht. Gut. Dann sind wir hier oben erstmal fertig. Wunderbar, wir konnten heute also dieses Rätsel hier lösen. War ganz nett, war nicht zu schwierig, ne? Also kann man schaffen. Die Ruinen sind offen. Mal gucken, da drin gibt es noch einige Türen, die wir öffnen müssen, wo es dann weitergeht. Ja, ansonsten überlege ich mir jetzt auch mal, was wir beim nächsten Mal machen. Wir haben jetzt zum Beispiel noch dieses Bermuda-Dreieck hier zu erkunden. Die Koordinaten sind uns inzwischen bekannt. Ja, und ja, dann sehen wir dann beim nächsten Mal. Ne? Schaltet also wieder ein, lasst mich nicht allein. Und bis dahin könnt ihr euch noch auf dem Kanal umsehen. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Ansonsten beim nächsten Mal spätestens wieder hier. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch von solchen Höhlenrätseln hier keine Angst einjagen.